Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Donnerstagabend da draußen, wo immer ihr seid. Ich habe wie immer ein Video für euch zubereitet. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr bleibt stark. Lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht fertig machen von den Lügen der Medien, der Politiker. Fernsehen ausschalten, ganz wichtig. Holt euch eure Informationen woanders, aber auf keinen Fall aus den Mainstream-Medien. Kommen wir zum Video. Der Titel des heutigen Videos lautet Ein dämonischer Sabbat. Und einige werden beim Titel des heutigen Videos sicherlich stutzig werden, aber nur im ersten Moment. Zum besseren Verständnis muss ich wohl erst einmal erklären, was der Sabbat überhaupt ist, so wie wir ihn kennen, wie wir Christen ihn kennen. Denn die meisten Christen meinen ja immer noch, dass der Sabbat ein Tag ist. Und nach wie vor hört man auch immer wieder von hitzigen Diskussionen in sämtlichen Internetforen, in Gemeinden, ob der Sabbat denn nun ein Sonntag war, war der Sabbat am Samstag oder dann doch von Freitagabend bis Samstagabend. Und solange ich jetzt Christ bin, schaue ich diesen Diskussionen etliche Jahre zu. Schau mir an, wie sich die Pseudo-Experten über die Sabbatfrage den Mund fusselig reden. Dabei musste ich feststellen, dass die meisten sogenannten Experten überhaupt nicht verstanden haben, worum es wirklich geht. Quasi sehen sie vor lauter Bäume den Wald nicht. Und wir müssen zurückgehen zum Alten Testament. Dort hieß es ja, dass Gott am siebten Tag nach seinen Werken ruhte. Zu gedenken an diesem Ruhetag sollten auch wir Menschen diesen Sabbat heiligen. Und es gibt sogar eine Bibelstelle, wo ein Mensch gefunden wurde, der am Sabbat Feuerholz sammelte. Und auf Gottes Geheiß wurde er vom Volk zu Tode gesteinigt. Das ist eine sehr harte Geschichte, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe. Und so kommt es, dass auch heute noch viele Christen meinen, dass wir den Sabbattag heiligen sollten. Das stimmt auch im Grunde, aber es stimmt anders, als diese Leute meinen. Also erstens müssen wir festhalten, der Sabbat galt für die Juden. Es war ein Teil des Bundes zwischen Gott und dem Volk. Zweitens bürdete Gott dem Volk Israel damals absichtlich hunderte von Regeln und Gesetze auf. Erstens, weil der alte Bund nur ein Vorläufer war auf die Dinge, die da kommen sollten und würden, nämlich der neue Bund von und mit Jesus Christus. Zweitens bürdete Gott dem Volk Israel absichtlich dermaßen viele Regeln und Gebote auf, weil sie in der Wüste immer wieder gegen Gott rebellierten, als Moses und Aaron das Volk Israel aus Ägypten in das gelobte Land brachten. Fingen sie immer wieder an zu murren, wenn es nicht nach ihren Näschen ging. Ja, und in der Apostelgeschichte oder in den Apostelgeschichten lesen wir auch, dass den Leuten keine zusätzlichen Gebote mehr aufgebürdet werden sollen. Und als ein reicher Mann zum Beispiel Jesus mal fragte, was er denn tun müsse, um in den Himmel zu kommen, da zählte ihm Jesus die Gebote auf, welche er halten müsste. Der Sabbat war nicht dabei. Auch wissen wir, dass Jesus immer wieder von den Schriftgelehrten angeklagt wurde, weil er und seine Jünger den Sabbat nicht hielten oder immer wieder gegen den Sabbat verstießen. Zum Beispiel, als sie an einem Sabbattag Hunger hatten, die Jünger von Jesus, und die Ähren abrupften, stellte das schon einen Verstoß gegen die Sabbatverordnung dar. Und natürlich haben sie jede Gelegenheit gesucht, um Jesus und seine Jünger anzuklagen.
Auch erwähnte Jesus, dass der Sabbat für den Menschen gemacht wurde und nicht umgekehrt. Außerdem sagte Jesus noch, dass er selbst Herr über den Sabbat sei. Halten wir fest, der Sabbattag war wichtig, bevor Jesus kam. Gott ging nach seiner Kreation einen Tag in die Ruhe. Das Volk Israel machte es Gott nach und ging ebenfalls am siebten Tag, wann immer der auch gewesen sein mag, ist wurscht jetzt erstmal für das heutige Thema, aber sie gingen in die Ruhe. Wie wir aber wissen, besteht der neue Bund nicht aus Regeln, die wir auswendig lernen, aus Steintafeln, irgendwelche Gebote, sondern mit Jesus kamen die Regeln, die nicht auf Steinplatten standen oder in Büchern geschrieben standen, sondern Jesus hämmert sie uns ins Herz, wenn wir ihm folgen, wenn wir mit ihm gehen. Die Ruhe eines Christen kommt nicht mehr durch einen Tag zustande. Und es ist nicht mehr ein Tag, sondern diese Ruhe ist ein Mann. Und ich zitiere dazu Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da hören wir es. Ruhe finden mit Jesus, in Jesus, durch Jesus. Und es gibt etliche andere Bibelstellen, aus denen wir herausfiltern können, dass wir in Jesus die Ruhe finden, nicht mehr in einem Tag. Ich möchte noch ein Beispiel zitieren, und zwar ist es Johannes 17, 21. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien. Auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Auch wieder interessant für die Leute, die meinen, Jesus ist ja Gott, weil er sagte, er ist mit dem Vater eins. Er sagt aber auch hier, wir müssen mit ihm eins sein. Was nicht gleichbedeutend ist, dass wir Jesus sind. Sondern eins sein heißt komplett einig sein. Eins werden, wie wenn ich mit meiner Frau eins werde, ein Fleisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir Christen finden unsere Ruhe, unseren Sabbat nur, wenn wir in Jesus sind. Wenn wir die Weintrauben mit dem Weinstock verbunden sind, welcher mit dem Weingärtner verbunden ist. Sprich, Mensch, Jesus, Gott. Quasi, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, aufgebaut haben, sie pflegen, dann haben wir diese innere Ruhe und die ist mit nichts zu vergleichen, was hier auf Erden uns geboten werden kann. Und ich kann nur Leute sagen, die Alkoholiker sind. Ich kann Leute sagen, die sexsüchtig sind. Ich kann es zu Leuten sagen, die Drogen nehmen. Mag es Kokain sein, mag es leichtere Drogen sein, wie Cannabis, Hasch, was weiß ich. Dieses Zeugs gibt euch nur eine Illusion von Ruhe. Wenn ihr wirklich mit Jesus geht, dann findet ihr wirkliche Ruhe. Das ist eine wirkliche, echte, spirituelle Ruhe, die unvergleichlich ist. So viel kann ich nur sagen. Man kann es nicht in Worten kleiden. Man muss es selber erleben. Und deshalb finde ich es auch immer wieder erschreckend, wenn ich Christen sehe, die offen für Cannabis, für Hasch und was weiß ich plädieren. Denn solche Aussagen zeigen mir ganz deutlich, dass diese Leute keinerlei echte Beziehung zu Jesus haben. Ein Christ sollte keine persönliche Beziehung zu Cannabis haben. Auch keine persönliche Beziehung zu Alkohol, keine persönliche Beziehung zu Zigaretten, Pornos, Hobbys, sondern eine persönliche Beziehung mit und zu Jesus. Dort liegt unsere Ruhe, dort finden wir unsere Ruhe. Übrigens nochmal ein ganz, ganz kleiner Tipp jetzt nur für Leute, sagen wir, die jetzt ganz neu hinzugestoßen sind, die einfach jetzt mal zum ersten Mal eine Bibel öffnen. Ganz wichtig, lest zuerst alles in Rot. Alles in Rot heißt alles, was Jesus sagt. Also fangt unbedingt
mit dem Neuen Testament an. Weil das Alte Testament, die Offenbarung, ist alles erstmal viel zu schwer zu verstehen. Und Neulinge könnten dadurch abgeschreckt werden. Ich empfehle, jeder, der neu hinzugekommen ist, immer fangt an mit den Evangelien und alles mit dem, was Jesus gesagt hat. Das ist das Wichtigste. Das ist die Quintessenz. Also dort finden wir dann unsere Ruhe in Jesus, mit Jesus. Und nicht an einem erzwungenen Tag. Und seit Jahren schreiben mich Leute an und sie sind meistens von ihrem Ego getrieben, nicht vom Heiligen Geist. Und sie fragen mich, ja, ich sehe, dass du Videos machst seit Jahren und mich würde interessieren, heiligst du denn auch den Sabbat? Und dahinter ist meistens eine Falle, denn sie wollen natürlich offenbaren, dass ich kein echter Christ bin, so wie ich immer die Frage von den Latz geknallt kriege, ja, erkennst du denn auch an, dass Jesus Gott ist und so weiter und so fort. Und dann kommt meistens die zweite Frage, ob ich denn überhaupt wisse, wann der richtige Sabbat wäre. Ja, dann antworte ich meistens, ja, ich kenne den Tag, ich weiß, wann der Tag ist, ich heilige den Sabbat, und zwar jeden Tag, und zwar jede Sekunde, denn Jesus ist mein Sabbat. Und jeden Tag finde ich in ihm die Ruhe. Natürlich respektiere ich es auch, wenn irgendwelche Menschen den Sabbat immer noch als Tag sehen möchten oder als Tag verstehen möchten. Aber im Grunde genommen ist es so, wenn ihr das Gesetz halten wollt, also das Gesetz des alten Bundes, dann müsst ihr das komplette Gesetz halten. So sagt es die Schrift. Und dabei wünsche ich euch dann viel Spaß, das komplette Gesetz zu halten. Denn der alte Bund war absichtlich so aufgebaut, dass ihn niemand halten konnte. Denn er galt lediglich dazu, um uns aufzuzeigen, dass wir Menschen auf alle Fälle vor Gott immer schuldig sind. Deswegen kam ja Jesus. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, denn im Grunde will ich ja auf etwas ganz anderes hinaus und etwas ganz anderes aufzeigen, nämlich wie man die zwei Seiten erkennen kann, unterscheiden kann. Halten wir fest, ein echter Christ, der strahlt Ruhe aus. Egal, was für negative Schlagzeilen auftauchen, so wie jetzt diese satanische Schnupfenkrise. Viele geraten dabei völlig in Angst, können kaum noch schlafen. Sie sehen sich schon als willfähriges Opfer der Elite. Wir alle werden sterben. Die Elite gewinnt, das Böse gewinnt und so weiter und so fort. Aber ein echter Christ, der weiß, dass Gott alle Hebel fest in der Hand hat. Und Gott bestimmt, was passiert, wann etwas passiert. Und Fakt ist, das Böse wird nicht gewinnen. Mehr brauchen wir als Christen nicht zu wissen. Lesen wir die Bibel, sind wir in Jesus, dann wissen wir, dass Gute gewinnt. Und mit einem Grund, warum wir in der Ruhe sind. Auch daher kommt die Ruhe. Natürlich ist ein Christ nicht permanent 24 Stunden so wie auf Betäubungsmittel, sondern natürlich kann auch ein Christ eine Art göttlichen Zorn haben, so wie zum Beispiel Jesus, als er dann damals den Mob aus den Synagogen warf und die Tische der Wechsler umwarf. Das nennt man dann göttlichen Zorn, aber wir reden jetzt vom allgemeinen Zustand und da ist ein Christ in der Ruhe. Das ist dann unser Sabbat. Jetzt wollen wir aber davon sprechen, was ein dämonischer Sabbat ist oder sein kann. Beziehungsweise sprechen wir von Menschen, die nicht in Jesus sind, die nichts mit Gott zu tun haben wollen oder die falsche Götter anbeten. Folglich finden sie auch keine Ruhe in Jesus, sondern sie werden den ganzen Tag hin und her getrieben von den Dämonen, ohne es oft zu wissen. Wie wir wissen, dreht Satan ja alles um. Alles, was von Gott kommt, muss Satan kopieren aus Wut, aus Stolz, aus Hass. Und er versucht, jede Schöpfung
von Gott versucht er zu kopieren, weil er selber kein Schöpfer ist. Und er muss aber jede Schöpfung umdrehen ins Negative. Genauso macht er es mit dem Sabbat. Ich nenne ihn einen dämonischen Sabbat, weil Menschen, die ihn in sich haben, die strahlen keine Ruhe aus. Die haben auch keine Ruhe, sondern sie sind und leben und spüren und senden das genaue Gegenteil aus. Ein echter Christ oder ein Mensch mit empathischen Fähigkeiten, der spürt diese Unruhe, wenn ihn so ein Mensch begegnet, der diesen dämonischen Sabbat in sich hat. Der spürt das sofort. Ich zum Beispiel merke sofort, wenn ich einen Menschen um mich herum habe, der quasi diesen, nennen wir ihn dämonischen Sabbat, in sich trägt, die Unruhe von all den Dämonen, die ihn den ganzen Tag hin und her werfen. Und diese Leute, die sehen wir jetzt, jetzt in diesem Zeitabschnitt, wo diese gefakte Krise hier um uns herum ist, sehen wir diese Leute vermehrt und wir sehen sie überall. Es sind dann die Menschen, die nie zur Ruhe kommen, immer gehetzt sind, immer voller Wut sind, immer voller Hass sind, aber immer diesen Hass auf andere projizieren wollen, andere anklagen wollen. Sie können sich selber nie auf eine einzige Sache konzentrieren. Sie müssen immer 10 Sachen gleichzeitig machen, können sich aber nie auf eine einzige davon richtig konzentrieren. Und oft ist bei solchen Menschen das Handy zu einem satanischen Katalysator dieses dämonischen Sabbats verkommen. Es ist wie so eine Art zweite Hand, die ihnen hier angewachsen ist. Sie können das Handy gar nicht mehr weglegen. Wenn sie nachts schlafen, legen sie das Handy eingeschaltet neben ihren Kopf, obwohl jeder Mensch mit mehr als 2 Gehirnzellen wissen sollte, wie schädlich sowas ist. Und natürlich Strahlen von diesem Drecksding ausgehen. Und diese Menschen, insbesondere bei jungen Frauen beobachte ich das, die klicken von einer Nachricht zur nächsten. Das geht den ganzen Tag so. Dann posten sie Selfies von sich in aufreizender Pose, verfälschen die dann mit irgendeinem Bildprogramm oder die Foto-App ist schon so verbaut, dass sie sämtliche Hautunreinheiten und Fältchen wegmacht. Es ist alles künstlich, es ist alles verfälscht, logisch, weil Satan alles künstlich machen muss, weil Satan alles verfälschen muss. Ja, und dann posten diese jungen Damen ihre künstlichen Selfies natürlich hinaus in die Umwelt. Sie warten dann auf einen Daumen hoch oder sie warten auf absolut oberflächliche Kommentare in Form von oh, du bist voll die Hübsche, natürlich alles im Gossenjargon oder lass mal treffen. Und solche Vögel, die darauf antworten, wollen diese Frauen natürlich lediglich ins Bett bekommen, klar. Weil sie natürlich zum größten Teil ebenfalls das Chaos Satans in sich wohnen haben. Und diese Form von extrem primitiver Selbstbestätigung, die brauchen sie, weil sie innerlich komplett Spielball des Meisters sind, des Meisters des Spiels, des verkommenen Meisters, der hier noch auf Erden herrscht, und zwar der Satan, der das Chaos bringt, der Bastard aus der Hölle. Ich könnte so viele Schimpfwörter, das würde dieses Video sprengen, aber ist egal. Und seinen Chaos-Sabbat, den haben sie in sich, seinen Geist. Er hat sie quasi zu seine Kinder gemacht. Was traurig ist, aber wir erleben es, wir sehen es. Und oft schreiben mich Leute an und sagen, mach doch kürzere Videos. Wir können deine Videos nicht komplett schauen, die sind viel zu lange. Ja, wenn sie viel zu lange sind, ist das nicht mein Problem. Wenn jemand, der in Jesus ist, jemand, der bereit dazu ist, sich Zeit zu nehmen für die Wahrheit, diese Wahrheit auch in sich aufzunehmen, der sollte die Ruhe und Geduld dafür haben, sich zum Beispiel einfach mal gemütlich einen Kaffee vorzubereiten oder einen Orangensaft oder eine Milch oder alles 3 gleichzeitig oder was auch immer man sich an den Tisch stellt und einfach mal 45 Minuten Handy ausschalten, alles um sich herum ausschalten und zu lauschen. Wäre ja nichts Verkehrtes.
Aber ich sehe bestimmte, ich muss mal das, apropos das blöde Handy, muss ich auch mal wegtun. Aber ich sehe bestimmte Früchte, das sind keine frischen Früchte, das sind keine guten Früchte, sehe ich direkt vor meinem geistigen Auge. Mein Video fängt an und schon nach der ersten Minute, sie gucken ein bisschen und schon nach der ersten Minute nehmen sie ihr Handy, ja, gucken, was gibt's Neues auf Facebook, was gibt's Neues auf WhatsApp und wie die ganzen Gammeldinger da heißen. Und sie verstehen nicht, wer ihnen die Inspiration dazu gab, überhaupt sich ablenken zu lassen und aufs Handy zu schauen. Sie haben weder die Ruhe noch die Erkenntnis, irgendetwas in sich aufzunehmen, von dem, was in meinen oder auch in anderen Videos gesagt wird. Das gleiche ist, wenn Sie Bibel lesen, müssen Sie auch zwischendurch die Bibel weglegen. Dann gucken Sie auf dem Handy oder auf dem Fernseher oder was weiß ich. Sie können keine Früchte mehr in sich aufnehmen, sie wachsen nicht, sie stagnieren höchstens. Und ich erinnere mich an meine Jugend, als ich noch jung war. Da setzte ich mich oft auf den Hof meiner Eltern, der riesig war. Ich nahm mir ein Buch mit auf dem Hof und ich las stundenlang darin. Die Umwelt um mich herum, die vergaß ich völlig. Oder im Winter zog ich mich auf mein Zimmer zurück. Wir hatten noch Kohleöfen damals, schön. Schöne Wärme, schöne Hitze. Und dann malte ich stundenlang oder ich schrieb auf meine Schreibmaschine, die ich mir damals vom Trödelmarkt leistete, meinen Traum. Oder ich zeichnete Comics. Und ich brauchte damals dazu, brauchte ich keinerlei äußerliche Ablenkung. Handys gab es eh noch nicht. Noch wollte ich solche Ablenkungen überhaupt. Aber mir ist aufgefallen, heute ist dazu kaum noch jemand in der Lage. Denn die Elite hat die Gesellschaft so im Kopf kaputt gemacht, dass man ständig in diesem unruhigen Strudel rotieren muss. Und solche Menschen müssen ständig mit Informationen bombardiert werden, weil sie hassen nichts mehr, als die Stille zu haben. Obwohl es ja, Stille ist gut. Es ist Licht Schönheit in der Stille, wie es in dem stillen Gebet heißt. Und sie hassen die Stille, weil es könnte ja sein, dass in der Stille mal Gott zu ihnen spricht. Und deswegen sagt der Teufel ihnen ständig, sie müssen sich ablenken, sie müssen ständig in diesem Chaos rotieren, damit sie gar nicht hören können, falls Gott mal zu ihnen spricht. Und das ist Satans Sabbat. Das ist ein dämonischer Sabbat. Und zwar niemals zur Ruhe kommen. Immer im Chaos zu leben. Selbst schlafen können die meisten nicht mehr, wie ich schon am Anfang des Videos sagte. Und bei meinem letzten Video fiel mir jemand auf, als ich das letzte Video live stellte. Und da war jemand, der ständig Fragen stellte. Und ich bemerkte gleich, dass dieser jemand ebenfalls von so einer immensen Unruhe getrieben wurde. Eine Frage nach der anderen. Und jeder Einzelne hatte nichts mit dem zu tun, was ich in meinem Video überhaupt sagte. Unruhe, völlige Unruhe, unfähig zuzuhören, gepaart mit dem roten Drache. Das ist, was ich im Spirituellen sah. Und ich selbst empfand es auch noch als eine große Respektlosigkeit, denn immerhin setze ich mich ja Woche für Woche stundenlang hin, überlege, bete, was für ein Thema ich wählen sollte. Ich wälze Bücher, ich wälze die Bibel, um mein kommendes Thema dann vorzubereiten. Dann, wenn ich dann die einzelnen Stichpunkte habe, gehen mindestens weitere 5 bis 6 Stunden dabei drauf, diese Stichpunkte aufzuschreiben in einem fast fertigen Text. Dann nochmal 2 Stunden, weil ich ja noch mit Photoshop ein Bild für das Video erstelle. Ja, und wenn dann da jemand daherkommt und quasi auf diese Arbeit spuckt und seine vorgefertigten Fragen einfach so raushaut, weiß derjenige, der das macht, meist nicht einmal, dass er oder sie nicht vom Heiligen Geist dazu inspiriert wurde, sondern von einem Geist der Unruhe, Geist der Spaltung, Geist der Verwirrung. Und die Bibel sagt, wenn in einer Gemeinde jemand, ein oder zwei Leute eine Offenbarung haben oder hat,
sollte auch nur dieser eine oder höchstens zwei reden und die anderen sollten zuhören, damit kein Chaos entsteht. Und ich versuche in meinen Videos so viel Ruhe und Gemütlichkeit auch ein bisschen zu vermitteln, wie es halt nur möglich ist. Hätte ich natürlich die finanziellen Mittel dazu, dann würde ich jedes einzelne meiner Videos vor einem warmen, knisternden Kaminfeuer machen, schön mit schönem romantischen Licht, schön gedämmtem Licht vielleicht. Und ich selbst stelle mir oft vor, dass ich bei jedem Video mit euch teile, also mit meinen Geschwistern, dass wir zum Beispiel an einem schönen Lagerfeuer sitzen, jeder ist in der Ruhe. Einer erzählt dann von seinem Zeugnis oder erzählt von irgendeinem Erlebnis oder hat von einer Offenbarung, die er hatte. Die anderen hören zu. Natürlich finde ich es gut, wenn in der Live, wenn ich die Videos dann hochlade, wenn Fragen gestellt werden. Aber da ich das ja nicht erst seit gestern mache, spüre ich sofort, ob jemand wirklich Fragen stellt, weil er wachsen möchte, weil er in Erkenntnis wachsen möchte, weil er wichtige Fragen zu seinem Wachstum mit Jesus hat. Oder ich erkenne, ob jemand einfach nur getrieben ist vom Ego oder ob jemand einfach nur stören will, zerstreuen will oder verwirren will. Da hat man, das erkennt man schon auf geistiger Ebene. Und es ist einfach so, ich habe es ja immer wieder erwähnt, dass die wenigsten nur zuhören können oder überhaupt wollen. Ich sage es ja immer wieder. Ich weise auch gerne auf die Bibel hin, wo es da heißt, wer reden lernen will, der sollte erst einmal das Zuhören lernen. Ich will damit nicht sagen, dass ich der Einzige hier bin, der den Plan hat und jeder mir zuhören muss, aber als Beispiel möchte ich jeden einzelnen Christen mal dazu einladen, jede Woche, 6 Jahre lang, immer pünktlich, ein Video hochzuladen. Denn mir ist aufgefallen, die meisten, die mich kritisieren oder angreifen, die haben selber nicht ein einziges Video, nicht eine einzige kreative Ader, die sie auf ihrem Kanal hochgeladen haben. Und ich würde mich freuen, wenn es mehr Christen gäbe, die Videos machten, aus echter Motivation heraus. Aber ich sehe kaum welche. Ja, und ich möchte jeden einladen, wenn ihr eine enge Beziehung zu Gott habt, wenn ihr Erkenntnis habt, wenn ihr spürt, Gott spricht mit euch, dann versucht es einfach mal. Videos machen, aber nicht einfach nur so mal 5 Minuten oder Videos, die dann von Woche zu Woche kürzer werden. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich mir am Anfang Sorgen machte über die Konstante meiner Videos. Weil ich dachte, hast du denn genug Themen? Ich kannte ja am Anfang noch gar nicht richtig die Bibel. Aber später fiel mir auf, dass meine Videos nicht kürzer wurden, weil mir irgendwann die Themen ausgingen, sondern die Videos wurden immer länger. Weil ich spürte, dass wir der Endzeit immer näher kamen und ich es für wichtiger denn je erachte, den Menschen da draußen eine Plattform zu bieten, wo sie sehen, da ist jemand, der keine eigene Agenda hat, jemand, der nicht in seinen Videos ständig seine Kontodaten einblendet, jemand, der nicht mit 30.000 Euro Equipment in so einem Megastudio sitzt und seine Videos dann mit emotionaler Musik unterlegt, weil er selber im Grunde einfach nur groß rauskommen will, weil er sich selber promoten will, sondern jemand wie mich, der in seiner kleinen versifften Dachgeschosswohnung mit einer 40 € Webcam und seiner Bibel bewaffnet Videos macht, weil er einfach das Evangelium verbreiten will und versuchen will, die Menschen aus diesem verlogenen, weltlichen, jeder Tag ist Weihnachten Gospel rausholen will. Und weil ich den Menschen eine Alternative bieten will zu der Lüge, mit der wir überall nur bombardiert noch werden.
Ich möchte das echte Evangelium ans Herz bringen. Und jede Woche bete ich zu Gott, wenn ich ein Video beendet habe. Und ich bitte Gott, dass er mir die Autorität und Kraft geben soll, dass ich mal ein Video zustande bringe, welches alle komplett aufweckt, die es sehen. Ein Video, bei dem ich zu 100% vom Heiligen Geist geführt werde. Und jedes einzelne Wort, welches von mir kommt oder von meinem Ego oder was weiß ich, aber nicht von Gott. Jedes einzelne dieser Worte bitte ich Gott wegzunehmen, einfach wegzureißen. Ja, und so mache ich weiter Videos. Auch wenn mir YouTube immer wieder anzeigt, dass die Zuschauerzahlen kaum steigen. Aber darum ging es mir eigentlich nie. Aber trotzdem möchte man natürlich mehr aufwecken. Aber das ist sehr schwer, denn die meisten Menschen, auch etliche Christen, sind leider nicht in der Ruhe, in der sie sein sollten. Sie sind nicht in der Ruhe mit Jesus, sondern haben eben diesen dämonischen Sabbat in sich. Und solche Leute wollen nicht zuhören. Sie wollen lieber selber reden, selbst wenn sie gar nicht dazu berufen sind. Sie wollen zerstreuen, wie ich gesagt habe. Sie wollen in die Irre führen. Sie wollen nicht ins Licht führen, sondern in die Dunkelheit spalten. Sie wollen auch manipulieren. Aber ich möchte, dass Gottes Wille geschehe und nicht meiner. Und auf keinen Fall möchte ich, dass Gott eines Tages, wenn ich vor ihm und vor Jesus stehe, dass er zu mir sagt, du hast so viel Mist verzapft und den du gar nicht verzapfen solltest. Und alles, was du geredet hast, das hast du nicht in meinem Namen getan. Und ich werde dir jetzt erstmal einen roten Drache auf die Schulter legen. Und das will ich nicht. Auf keinen Fall würde ich das wollen. Also weder, okay, wenn ich jetzt vor ihm stehe, weil ich tot bin, wäre es zu spät für einen roten Drache. Aber es könnte natürlich sein, dass er mir jetzt einen roten Drache, weil ich einfach in meinem eigenen Namen unterwegs bin, was ich natürlich nicht glaube und auch nicht wollen würde. Aber ist egal, letztens sah ich ein erschreckendes Beispiel, nämlich, es war ein Christ, den ich früher sehr gerne verfolgt habe, ich habe es mehrmals schon mal erwähnt, aber der inzwischen so dermaßen abgedriftet ist, dass ich ihm nicht mehr auf YouTube folgte. Aber ich dachte mir letztens so an einen schönen Abend, ich schaue mal wieder rein, ob dieser Christ immer noch seine falsche Schiene fährt oder ob Gott ihm inzwischen wieder einen klaren Kopf gegeben hat. Leider war das nicht so. Sein Video war so dermaßen nicht von Gott. Und ich konnte es mir nicht mal zur Hälfte anschauen. Denn es war einfach zu falsch, was er da sagte. Und er redete darüber, dass es gut wäre. Das Thema war Kinder schlagen. Und er redet darüber, dass es gut wäre, seine Kinder zu schlagen, und er berief sich dabei auch auf die Bibel, weil es ja im Alten Testament so stehen würde, man solle seine Kinder züchtigen. Und nicht nur bestand er darauf, dass es gut und absolut angebracht wäre, seine Kinder zu schlagen, er beschrieb das sogar noch so im Detail und meinte, es wäre erst dann richtig, wenn die Kinder richtig weinten, und er würde auch niemand Teil seiner Kirche werden lassen, der zum Beispiel nicht seine Kinder schlägt. Ich lache jetzt darüber, ich habe jetzt nicht darüber gelacht, weil ich gelacht, sondern weil ich hier einen grammatikalischen Fehler entdeckt habe. Also er würde keinen in seine Kirche lassen, der seine Kinder nicht schlägt. Ich fand das komplett erschreckend. Und da fiel mir das Gebet eines anderen Bruders auf, der diesen Christ ebenfalls kannte. Nämlich diesen Christ jetzt hier, der das Schlagen seiner Kinder als heilsentscheidend propagierte. Und ich diskutierte mit diesem Bruder, wie betet man für so jemand, der so einen gewaltigen roten Drache auf seiner Schulter sitzen hat? Was macht man da? Wie betet man da? Und der Bruder sagte, er habe zu Gott gebetet, dass er sämtliche Dämonen, die in diesem Christ wohnen, dass die während dessen Videos sich zeigen sollten. In seiner Art zu reden. Und ich glaube, genau das
ist in einem dieser Videos geschehen. Denn dieser verwirrte Christ wurde in diesem Video, was er da gemacht hat, komplett von Dämonen geleitet, aber nicht vom Heiligen Geist. Und es ist erschreckend, ich sage es ja immer wieder, ich selbst möchte so etwas niemals am eigenen Leib erfahren, aber ich lebe auch nicht nach der Maxime, dass ich mir da selber eine Kirche baue, hätte ich auch gar nicht die Finanzen zu. Ich sehe es eher so wie Johannes, der Täufer, der ja sagte, ich selbst muss abnehmen, damit er wachsen kann. Ich sehe es so, dass ich muss abnehmen, damit Jesus in mir wachsen kann. Und alles, was noch in mir ist, aus meinem alten Ich, wie ich schon eben sagte, zum Beispiel Ego, Stolz, Wut, was auch immer, das kann Gott wegschütten, denn ich möchte es nicht. Und der leere Behälter, der dann übrig bleibt, da kann Gott Jesus reinschütten, komplett mit Jesus füllen. Und es ist einfach nur sehr traurig zu sehen, wie Menschen, die eigentlich jahrelang Gott gefolgt sind, wie sie plötzlich den Verlockungen Satans anheimfallen und Stück für Stück mehr abdriften, bis irgendwann der Teufel die komplette Kontrolle über sie hat. Das ist einfach nur traurig. Denn das Leben ist ja voller Höhen und Tiefen, aber das ist eigentlich deshalb so, damit es uns hilft, dass wir selber nicht zu übermütig werden. Aber der Satan will die Menschen natürlich an ihrer Übermut zu packen kriegen. Aber das kann der Satan nicht nur schaffen, indem er unseren Stolz gegen uns anwendet oder ausnutzt, sondern er kann es natürlich auch andersherum machen. Er kann zum Beispiel so viel Elend in unser Leben bringen, so wie er es auch bei Hiob versucht hat, dass bestimmte Menschen irgendwann einfach nur noch komplett verbittert sind, voller Wut sind, und dann irgendwann sind ihre Herzen nur noch eiskalt und werden zu Stein. Und es befindet sich dann keine Liebe mehr in deren Herzen. Und Matthäus 6,23 sagt, ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und das ist nicht einfach nur ein guter Spruch, sondern es ist die Wahrheit. Da ist ganz, ganz viel Weisheit und Wahrheit drin. Denn was in uns ist, das strahlen wir auch aus. Und das geben wir auch bewusst oder unbewusst an unsere Mitmenschen, an unsere Umwelt weiter. Wenn ich zum Beispiel den Sabbat, die Ruhe von Jesus in mir habe, dann spüren die Menschen das auch. Egal, ob sie gläubig sind oder nicht. Aber sie merken das, wenn ein Mensch Ruhe ausstrahlt, dann merkt man das. Wenn ich jedoch ein absolut unruhiger Geist bin oder einen unruhigen Geist in mir habe, ständig wütend, ständig cholerisch, immer rumzapple, voller Schlangengift und halt den dämonischen Sabbat in mir habe, dann spüren das die Menschen ebenfalls. Und diese negative Energie strahle ich dann auch aus in die Umwelt. Und ich würde dann nur Menschen um mich herum haben, die ebenfalls vollkommen voll sind mit diesem dämonischen Sabbat. Ja, und die New Age-Leute haben andere Ausdrücke dafür, aber da die völlig erkenntnislos sind, muss ich da gar nicht erst näher drauf eingehen. Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve und was hat das alles mit unserer jetzigen Situation zu tun? Und ich kann nur sagen, viel, ganz, ganz, ganz viel. Wie viele bemerkt haben, hat dieser Mumpitz mit einem weltweiten Schnupfen, der uns als Pandemie verkauft wird, der hat natürlich ganz andere Hintergründe. Ich glaube, das müssten inzwischen die meisten wissen. Aber wenn ich so auf den Straßen mit den Menschen rede, leider wissen es die meisten nicht. Die satanische Elite, die hat nahezu die komplette Welt inzwischen versklavt. Zeichen dieser Sklaverei ist dieser Maulkorb, den sie uns als hilfreiches Mittel verschachern wollen. Aber im Grunde genommen ist es ja nichts als ein Symbol der Unterdrückung und der Sklaverei. Das ist wie so ein damals ein Sklavenring. Sklaven haben einen Ring durch die Nase bekommen, damit jeder sehen konnte, aha, das ist ein Sklave. Der wurde verkauft. Aber die meisten Menschen merken immer noch nichts. Aufwachen, die Leute reden immer von großes Aufwachen. Ich kann es nicht sehen, besonders nicht hier in Deutschland.
Da sehe ich es einfach nicht. Aber das deutsche Volk wurde seit, wenn man ganz ehrlich, seit über 70 Jahren geknüppelt und gebeutelt und mit Schuld immer wieder niedergeknüppelt. Deshalb wundert mich deren Unterwürfigkeit oder die Unterwürfigkeit der meisten Menschen, die wundert mich nicht. Ja, und es ist ein Sturm, der auf uns zubraust. Im physischen, aber auch im spirituellen. Und das spielen sich gewaltige Kämpfe, die spielen sich dort ab. Und wie sollten wir Christen damit umgehen? Nun, auch dafür hat uns die Bibel etliche Beispiele mit auf den Weg gegeben oder besser etliche Gleichnisse. Und wir müssen sie nur erkennen, wir müssen sie rausfiltern. Denken wir zum Beispiel an die Bibelstelle, wo die Jünger mit einem Boot über das Wasser tuckerten. Jesus schlief und in der Zeit war ein gewaltiger Sturm, der drohte, das Boot zu zerbrechen. Und die Jünger verfielen natürlich in Panik, sie hatten Todesangst und Jesus schlief ganz gemütlich da, den Schlaf der Gerechten. Und die Jünger inzwischen, die wussten weder ein noch aus und irgendwann weckten sie dann Jesus. Sie baten ihn um Hilfe und fragten ihn, wie er denn schlafen kann, wo doch dieser gewaltige Sturm um sie herum wütete. Und Jesus stand einfach nur auf, hob die Arme und bedrohte den Sturm. Ja, er drohte den Sturm und befahl dem Sturm zu gehen. Und der Sturm ging. Und da waren dann natürlich die Jünger erstaunt und verwirrt. Und genau da sehen wir unsere jetzige Situation. Denn auch wir befinden uns in einem gewaltigen Sturm. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Der Sturm ist da draußen. Der Sturm hat nichts mit uns zu tun. Denn es sind Kräfte des Bösen, die jetzt gegen das Gute kämpfen. Und das können wir nur im Ansatz erkennen. Aber wir dürfen diesen Sturm, den dürfen wir nicht in unsere Seelen lassen. Aber die Elite will, die will den Sturm, nämlich die Angst. Die wollen, dass diese Angst, dieser Sturm in unser Inneres frisst wie Krebs. Und zwar komplett. Und die satanische Kanzlerin dieser Firma BRD sagte einmal, wir dürfen uns keine Sekunde unseres Lebens sicher fühlen. So sieht sie es, denn ihr Vater ist Satan. Und er will, dass wir seinen dämonischen Sabbat in uns aufnehmen. Und sie füttern uns in den Mainstream-Medien, füttern sie uns täglich mit Angst. Und leider beteiligen sich viele Christen daran und sie schicken auch die Angstpornos raus und wissen nicht, dass sie Werkzeug Satans damit sind. Und das dürfen wir gar nicht zulassen. Wir sollen es gar nicht zulassen, denn wir haben Jesus auf unserer Seite. Wir sind in Jesus und er ist in uns. Und wir dürfen nicht vergessen, er kann mit bloßen Worten den Sturm zum Stillstand bringen. Und ich sage euch, wir sollten uns zu jeder einzelnen Sekunde sicher fühlen, komplett sicher fühlen. Nicht wie die satanische Bundeskanzlerin sagt. Wir sollten uns sicher fühlen. Denn nicht der Satan bestimmt unser Leben. Und nicht diese satanischen Politiker bestimmen unser Leben. Sondern der Herr ist unser Hirte. Und uns wird nicht mangeln. Und er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Dies ist nur ein weiterer Sturm, ein weiterer Plot Satans, der uns nur den Frieden und die Ruhe in Jesus rauben will. Er ist ein Räuber, er ist ein Mörder, er ist ein Zerstörer, er ist ein Verwirrer, er ist ein Täuscher, er ist eine Schlange, er ist ein mieser Haufen Dreck. Und wir dürfen es nicht zulassen. Jeder Sturm zieht irgendwann vorbei. Und er zieht vorbei, wenn Gott es sagt. Und wir alle harren aus. Denn noch sind wir zwar Gefangene, aber sie können nur unseren Körper gefangen halten. Sie können uns nur physisch versklaven. Unser Geist ist mit Gott verbunden. Das können sie uns nicht nehmen. Und sie wollen uns unsere Ruhe nehmen. Und Satan ist irre, weil er weiß, dass seine Zeit bald zu Ende geht. Auch seine Kinder, sprich die meisten Politiker, sind vollkommen dem Bösen verfallen und sie offenbaren sich als das, was sie wirklich sind. Böse bis ins Innerste. Aber der Sturm ist da draußen, wie gesagt. In unserem Innern,
Da ist warmes Lagerfeuer. Sollte warmes Lagerfeuer sein. Es knistert ruhig vor sich hin. Und wir harren aus. Noch ein kleines bisschen und noch ein kleines bisschen mehr. Und denkt daran, Moses und sein Volk, die mussten 40 Jahre durch die Wüste. Aber Gott war mit ihnen. Und auch mit uns Christen ist Gott. Und schon sehr bald wird er zu dem Pharao, sprich den satanischen Politikern, sagen: Lass mein Volk gehen. Abschließend noch eine kleine interessante Info, die ich in einem Gespräch mit einem Bruder hatte. Für die Leute, die jetzt in der Endzeit verzweifeln oder unbedingt ihr Fundament mit Gott festigen wollen. Ja, Rocky, komm mal hier. Ja? Willst du meine Kamera? Komm hier. Er möchte nicht. Er ist schüchtern. Und der Bruder, der zeigte mir ein oder erklärte mir ein sehr schönes Bildnis, das ich auch noch mit euch teilen wollte. Und zwar geht das Gleichnis oder das Bildnis so: Wie kommt man sehr schnell zu Gott oder wie stärkt man sein Fundament in Gott? Nehmt einfach gedanklich alles, was euch im Leben wichtig ist, seien es Menschen, seien es Güter, Hobbys, Geld, Autos, Idole, was auch immer. Und legt das alles geistig gesehen in eure Hand und streckt diese Hand zu Gott aus und sagt: Nimm all das aus der Hand raus, was immer du willst. Und leg auch hinein, was du willst. Was immer du für mich hast. Seien es Dinge, wie ich mein Leben zu ändern habe oder Dinge, die ich für dich tun soll. Aufträge, die du für mich hast. Und sei es auch, meinen Mega-Job hinzuschmeißen, mein Auto zu verschenken, wegzuziehen aus meiner Heimatstadt, mein Haus zu veräußern und von dem Geld einen Wohnwagen vielleicht zu kaufen, womit ich dann durch die Welt fahre und Menschen von dir erzähle. Und faszinierend fand ich auch, wie der Bruder sagte: Achte darauf, wenn du die Hand ausstreckst, dass die Hand offen ist. Denn schließt dir die Hand, weil er an irgendetwas in dieser Welt noch hängt und was, wovon ihr euch eigentlich gar nicht trennen wollt, was nämlich ein Idol für euch geworden ist. Dann müsst ihr damit rechnen, dass Gott diese Faust mit Gewalt öffnen wird. Und selbst wenn er jeden einzelnen Finger brechen muss, er wird es tun, wenn ihr wirklich zu ihm kommen wollt. Wenn ihr wirklich eine Beziehung zu ihm haben wollt. Und das ist einer der schnellsten Wege, wie man zu Gott kommen kann. Das wollte ich nur mit euch teilen. Möge die Ruhe und der Frieden Gottes in und mit euch sein. Bis zum nächsten Video. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen.